So. Holla, ich wünsch dir was. Okay. Schauen wir mal. Wenn der Geysir... Christian, das passt schon. Das passt schon. Hab Vertrauen. Es ist für uns jetzt relativ egal, um rauszufinden, wann der Geysir das nächste Mal ausbricht, solange er jetzt gerade hier unsere Pumpe leer ist. Bringt uns die Information auch nichts. Außer, dass wir wissen, dass es halt noch dauern kann. Das löst unser Wasserproblem halt jetzt aktuell gar nicht. Und daran müssen wir arbeiten. Temperatur? Ich glaube, das Wasser stürzt hier über das Dreckwasser. Das hat sich so hier eingegraben. Ich glaube, das ist okay so. Was ist denn hier passiert? Oh Mann. So. Okay. Wie schaut denn jetzt die Wasserlage gerade aus? Wie viel Wasser haben wir in der Leitung? Gar nichts, ne? Okay. Wenn wir das mit den Bakterien jetzt hinbekommen. Wie ist es jetzt hier? Ah, jetzt bauen sie das Ding mal. Jetzt bin ich mal gespannt, was da geht. Nein! Horst Peter, komm zurück! Okay, nur mal kurz aufatmen und jetzt aber voll. Kurzer Check. Algenterrarium kriegt auf jeden Fall weniger Keime. Oh, das geht aber viel schneller jetzt, ne? Ich meine, abgesehen davon, dass Sauerstoff emissioniert, ist es super. Also irgendwie emissioniert der den Dreck, ne? Wir machen das mal auf Automodus. Wisst ihr, wie ich meine? Der haut doch jetzt hier überall die Keime in die Luft. Macht da noch zwei rein. Aber ist das gut, dass das Zeug jetzt in die Luft geht? Ich frage ja nur, ne? Also ich weiß nicht, ob das so gesund ist. So. Mach mal halt. Probier mal aus. Hier läuft das Zeug runter und läuft hier halt mit rein. Ja, okay, damit kann ich leben. So. Die war... Ja, ja. Fadatsch, das ist jetzt tatsächlich so. Die sinkt auf jeden Fall. Also das funktioniert schon. Die Frage ist halt, ob das so gesund ist, wenn dann die Keime hier in der Luft fliegen. Wobei, das ist jetzt gar nicht mal so schlimm. Die Temperatur ist ja eh saukalt hier, ne? Also wenn die, selbst wenn die in die Luft gehen wollten, die kommen ja nirgendwo hin, weil dann oben wird saukalt und dann Minusgrade und so, da sterben die ja eh alle ab. Also von daher ist das gar nicht mal so schlecht eigentlich. Erzeugt Sauerstoff, verbraucht Wasser, verbraucht Kohlendioxid, erzeugt verschmutztes Wasser. Nee. Aber es sinkt, also 160.000 sind wir schon. In Sauerstoff sterben die Keime. Okay, pass auf, wir haben 100% Stress. Das ist natürlich bei Luca jetzt das Problem. Luca sitzt hier und weint. Keiner weiß warum. Hat eine Sauerei gemacht, hier oben mal wieder. Klar, bei Linus May. Das ist okay. Hat noch eine Sauerei gemacht, wo? Nochmal hier.
Achso, das sind die zwei Wege. Okay, Überflutung haben wir. Bei der Batterie ist mir egal. Wir haben genug Essen, neue Druckerzeugnisse. Was haben wir hier? Hatchling-Eier, 3 Stück, meine Lieben. Ich bin gerade total gechillt, ich auch. So. Die Arbeit ruft. Wolle Wolf, ich wünsche dir was. So. Jetzt schauen wir mal. Wie viel Luftdruck hat es denn beim Geysir? Das Luftdruck, das können wir auch gleich gucken, oder? Was meinen wir hier? 3 wollt ihr graben. Jemand, der graben und vielleicht auch bauen kann, wäre ganz cool, oder? Ja, meine Lieben, mach mal. Sabina, gib mir mal einen Namen für Abe. Wir brauchen natürlich noch... Wir müssen jetzt langsam echt anfangen, neue Betten und neuen Wohnraum zu machen. Das ist die nächste Baustelle. Versuchen wir mal. So. Na, der Vater... Fatatsch. Sorry. Fatatsch. So. Herzlich willkommen hier bei uns in der Bude. Schicke Bude. So, jetzt machen wir erstmal hier schweres Graben. Der kriegt auch erstmal gleich einen Helm auf den Kopf. Dann haben wir hier nochmal jemanden. Das können wir machen. Passt. Feldforschung. Gleich mal 2 rauf. 3, 4, 5, 3. Können wir machen, aber will ich gerade nicht. Die Moral ist gerade echt ein Problem. Und dann machen wir jetzt hier Prioritäten erstmal bei Fatatsch. Schauen wir mal. Angreifen. Auf jeden Fall auf Maximum. Er ist der Kämpfer, der Krieger, der Krieger hier. So, dann graben maximal. Und danach zweite Leidenschaft wird bauen sein. Dritte Leidenschaft wird sein umschalten. Dann Versorgung. Und dann Lagerung. Harte Aufgabe. Yay, holla, hat sich den neuen Hut aufgesetzt. Oh nein, hier ist noch mehr. Hier ist noch mehr ekelhaft. Ekelhaft. Aber wird jetzt hoffentlich besser. Wir haben ja mittlerweile auch wieder hier überall schon wieder Restbestände drin. Lotusblume kümmert sich. Hier müssen wir auch mal aufwischen. Hier überall oder was? Echt jetzt? Ist ja ekelhaft. Ist nicht der Sauerstoff das größere Problem als die Toilettenfrachtchecker gerade? Ja, auch, definitiv. Weil hier unten, aber das Problem ist, unsere ganze Sauerstoffgenerierung basiert darauf, dass wir hier unten Wasser herbekommen. Strom ist nicht das Problem. Leeres Rohr ist das Problem. Und dass der Transformator im Eimer ist, ist vielleicht auch ein Problem. Aber im Großen und Ganzen ist, wir haben hier mehr als genug, wenn das jetzt anläuft, hätten wir auch genug genug Möglichkeit wieder. Aber wir müssten natürlich jetzt erstmal gucken, dass wir das hinbekommen mit der ganzen Geschichte hier. Naja, da tropft halt jetzt die Soße rein, ne? Machen wir hier auf 9. Okay. Der Sauerstoff, unsere gesamte Sauerstoffaktion basiert darauf, dass von unten Sauerstoff hochgepumpt wird. Jetzt kommt natürlich kein Wasser mehr und dadurch pumpen wir nichts mehr nach oben. Das ist das Problem, meine Lieben. So. Ich würde sagen, wir warten jetzt mit der ganzen Geschichte hier nochmal ein bisschen ab. Na, hier wird zum Beispiel das Kohlendioxid, das bisschen Rest wird hier rausgepumpt. Kommt aber nirgendwo hin, weil das pumpen wir nur blanko nach hier unten. Das ist deswegen, aber hier sammelt sich so viel Kohlendioxid, das könnten die Airscrubber locker schaffen. Aber das passt noch nicht ganz. So, wie schaut es jetzt mit der Verkeimung hier aus? Das ist echt blöd, ne? So, holen wir das Zeug mal weg. Okay, hier oben. Das ist genau das andere Problem. Der Luftdruck passt nicht. Die brauchen, da müssen wir jetzt schauen, dass wir
nach oben zumindest den Wasserstoff rausgeben. Machen wir hier vielleicht einen Durchlass. Weil sonst funktioniert das hier nicht mehr. Die Temperatur hier ist das Problem. Das war halt auch so ein Ding. Das hätte man auch. Müsste jetzt aber eigentlich fast besser werden. Weil kein. Geht ja nichts mehr durch, ne? Wisst ihr, wie ich meine? Okay. Schauen wir mal. Jetzt laufen die drei auf einen Schlag. Ja, jetzt, ich ignoriere das jetzt erstmal gerade mit den Sauerei-Geschichten. Das ist zwar ganz ekelhaft, das jetzt stehen zu lassen, aber was soll man machen, ne? 16,6 Grad hat es hier. Müsste das nicht eigentlich jetzt viel besser isoliert sein? Ach, das Wasser wird hier wärmer. Ja gut, hier oben sammelt sich jetzt die Lebensmittelvergiftung. Kampf? Was, Peter kämpft? Okay. Ja, ein bisschen Schnitzel nehmen wir immer, ne? Das müssen wir abbrechen, das müssen wir wann anders machen. Das brechen wir auch ab. Leiter, nein. Wischen. Wischen, abbrechen, so. Okay, und jetzt machen wir Folgendes. Wir sagen jetzt bitte, hier verflüssigbar habt ihr... Ach nee, haben die eh schon nicht drin, ne? Die haben die nichts gelagert, was verflüssigbar ist. Die hier unten auch nicht, ne? Ja. Ist auch noch ein bisschen was in den Gitterstäben drin. Das ist ja widerlich. Bestimmt auch hier überall noch drin, oder? Ja. Das erzeugt natürlich auch einen gewissen Stresspegel, wenn in den Gitterstäben noch die Sumse drin ist. Okay. So, beim Gasier den Luftdruck checken. Hier ist fast nichts drin. Ne? 500, das ist wenig. Ich bin mir fast sicher, das wäre besser, wenn wir das einfach dicht machen würden. Dann könnte der Luftdruck hier ein bisschen ansteigen. Ich glaube, mit Druck war das doch so, oder? Wenn der Geysir unter Druck steht, dann bricht er eher aus, als wenn er nicht unter Druck steht, oder? Wie war das? Wenn das jetzt hier quasi am zumachen, dann müsste es doch besser sein. Der Raum wird kleiner. Irgendwie so. Na gut. Ich dachte, er braucht weniger Druck, dass er ausbricht. Ach so! Ja, das ist was anderes, ne? Dann machen wir Folgendes. Dann zerlegen wir hier das einmal. Warte mal. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Ein unter hohem Druck stehender Schlot, der aus regelmäßig Dampf austritt. Geysire und Fumarolen stoßen in variablen Abständen Elemente aus und nachhaltige, weil es auch eine geringe Menge an Material liefern. Okay. Ausstoß von Krankheiten, Dauer der Ruhezeit, Zykluslänge, Emissionsmasse. Also braucht er jetzt mehr oder weniger, Freunde? Ich weiß es nicht, oder? Kasper, grüß dich, hi! Peter holt sich hier erstmal was. Aber wenn ich jetzt hier den Druck rausnehme, also sagen würde, pass auf, ich nehme dir jetzt hier den kompletten Druck aus der Bude raus, dann müsste doch eigentlich der dann leichter ausbrechen, oder? Ich meine, der hat hier schon fast nichts, ne? Hier ist ja fast kein Sauerstoff drin. Auf jeden Fall weniger als normal, ne? Okay.
Die Dinger laufen jetzt. Die laufen ja theoretisch schon, ne? Leeres Rohr. Okay, ist einfach nichts drin. Pass auf, da machen wir jetzt. Wir haben die Situation jetzt scheinbar länger als erwartet. Dann machen wir jetzt folgendermaßen: Wir bauen jetzt hier nochmal ein paar Plumpsklos auf. Damit die, unsere Leute wenigstens. Wir haben 26 Leute und ein Plumpsklo im Prinzip. Das ist nicht in Ordnung. Erhöhen wir den Druck quasi, meine Lieben. Er bricht ab einem hohen Umgebungsdruck nicht mehr aus. Alles klar. Dann, Freunde, werden wir Plan B für die Liebe wagen. Das bedeutet, wir werden jetzt hierher gehen und werden hier Folgendes machen. Wir werden hier... Sauerstoff? Nein. Lüftung. Gaspumpe. So. Gaspumpe ist Plan 1. Dann machen wir hier Folgendes. Wir machen das hier zu. Lass uns mal hier noch eine Leiter hinschrauben. So. Priorität auf 9 setzen. Das ist wichtig. So, dann haben wir die Gaspumpe. Dann kriegt diese Gaspumpe jetzt erstmal Stromanschluss. So. Stromanschluss läuft. Dann machen wir Folgendes. Das ist ja sau heiß, was da rauskommt. Ne? Also, das ist ordentlich warm. Dann machen wir Folgendes. Und zwar, wir leiten das hier oben raus. Das ist eine gute Idee. Vielleicht ist der Druck hier drin einfach zu hoch, weil wir zu oft Sachen rausgeholt haben. Anders, wir machen das auf jeden Fall mit einer isolierten Leitung. So, hier oben ist eh schon saukalt, oder? Ja, hier oben ist eh schon saukalt. Dann machen wir jetzt Folgendes, dann holen wir hier, machen wir jetzt hier oben einen Gasabzug rein. Und leiten dann die Sülze hier ab da mit einem normalen... Nee, das geht nicht, das können wir nicht machen. So können wir das machen. So könnte man das machen. Okay. Dann Plan B. Also, wir fangen jetzt hier an. Erhöhen hier die Priorität. Und das machen wir dann so. Dann wird das jetzt gebaut. Ich glaube, es ist in einer Ruhephase. Ja gut, aber vielleicht können wir das dann damit noch ein bisschen... wie soll ich sagen? Vielleicht bringen wir das dann damit noch ein bisschen raus. Ne? Weil hier ist... Ich weiß nicht, was halt der optimale Druck ist. Wenn der eine Ruhephase hat, ist natürlich ekelhaft. Aber was willst du machen, ne? Wir haben halt nur dieses verkeimte Ding, das im Übrigen jetzt gerade komplett zukeimt. Ich meine, es werden immer weniger, ne? Das muss man dazu sagen. Wir emissionieren diese ganzen Keime. Es sind auch mittlerweile schon nur noch fast 80.000. Also das könnte klappen. Aber lass uns trotzdem mal hier die ganze Geschichte bauen, weil das hat alles andere hat keinen Wert gerade. Bedienung benötigt Fertigkeit? Was? Alter unbekannt. Masse 2000. Temperatur, okay. Keine Oberflächenkeime. Na gut. Ich sage ja, es dauert. Ja, aber es bleibt so, das ist eine gute Sache gewesen. Also das ist eine echt gute Sache gewesen. So, die sind alle außer Betrieb. Denen geben wir mal hohe Priorität, damit die ja zwar befüllt werden. Okay, hier kommt mittlerweile auch der ganze Wasserstoff nach oben raus. Hier im Übrigen müssen wir das ganz genauso machen, das hilft sonst nichts. Wenigstens ein Abluftloch, dass der Restdruck da raus kann und sich ganz oben ansammeln kann. Es muss nicht viel sein, aber es muss kontinuierlich nach oben abflubbern können. Weil hier haben wir zum Beispiel das Rohr, hier ist blockiert. Wahrscheinlich, weil hier alles zu ist, das heißt auch hier müssten wir das Rohr aufmachen. Vielleicht hilft auch, dass hier dann das andere rauskommt. Mal gucken. Hier kommen wir schon gut voran. Dann pumpen wir die ganze Soße hier raus. Dann machen wir Unterdruck. Ah, okay. Das Waschbecken ist eine gute Idee an der Stelle. Das kriegen wir aber hier nicht rein, ne? Müssen wir die Batterie zerlegen. Machen wir die Kabel hier weg. Eine Kabelleitung tut uns ja jetzt auch nicht weh.
Machen wir hier ein Waschbecken hin. Das finde ich eine schöne Sache. Mhm. So. Okay. Was? Nee? Hm. Okay, was haben wir hier? Ach, nach dem Blumsklo. Ja, okay, alles klar. Alles klar. Ah, ja, ja, ja. Jetzt weiß ich, worum es ging. Dann müssen wir den hier mal zerlegen. Nachdem die alle funktionieren, zerlegen wir das mal und bauen da ein Waschbecken hin. Wo war das noch gleich? Auch bei Sanitär, ne? Ah, da war's. Waschzube. Wir können ja hier noch eins hinbauen und hier noch eins. So. Priorität auch 8 mindestens. So. So, haben wir den Abluftschlauch hier auch oben auf dem? Ja, haben wir. Weil hier ist nämlich Katastrophe gerade. Warum ist die eigentlich deaktiviert? Warum haben wir die damals deaktiviert? Ich weiß es gar nicht mehr. Machen es trotzdem wieder an. Okay. Auf jeden Fall kommen wir unserer Sache hier deutlich näher. Wir kriegen auch hier mal langsam vielleicht ein bisschen wieder Ordnung rein. Hier unten wird es dann zu warm. Zu kalt, als dass das am Boden fliegen könnte. Linus, ich denke mal, hier haben einige gerade ordentlich Stress. So, wie schaut es jetzt hier unten aus? Keime. Die letzten 50.000 Keime kommen hier durch. Transport hier machen wir auch nochmal rein. Wenn die ausgekeimt waren. Wobei, es müsste ja eigentlich, wenn ich jetzt mal ganz richtig... Hier kommt ja eigentlich theoretisch, wird hier Wasser gefiltert, oder? Nee, weil... Ja klar, unser ganzer Wasserfilterapparat, das ist natürlich dumm. Okay, das ist sehr blöd. Wir machen Folgendes. Wir schließen jetzt mal Folgendes an. Und zwar hier das Rohr. Schließen wir an. Die Pumpe läuft ja immer. Das ist unser Problem gerade. Wir produzieren auch kein neues Wasser nach. Ja, genau, Luca. Das ist nämlich das Problem. Hier könnte theoretisch schon Wasser entstehen. Ja. Und wir könnten hier auch Wasser durch den Flüssigkeitsfilter jagen. Aber es kommt nichts mehr nach, weil wir kein Wasser nach unten mehr bringen. Und das ist gerade so ein bisschen das Stillstandproblem der ganzen Geschichte. Und das kriegen wir aber bestimmt jetzt dann noch hin. Wir haben jetzt bloß Nacht und wir müssen jetzt mal gucken, dass wir den Stress bei Raphael runterbekommen. Der müsste doch eigentlich den ganzen Tag hier auf dem Ding hier liegen, oder? So. Nächste Baustelle. Ganz kurz warten. Hier das Kabel zerlegen. So. Alles später haben wir hier viel, ey. Uff, was ist hier? Wachstum gestoppt, Düngung fehlt. Okay. Ey, wir haben hier schon 5-6 Parkus, oder? Gelagert 0 von 5 Tieren. 1, 2, 3. So. Da haben wir doch gleich mal ein paar Jobs, ha? So. Ey, hier kommt wieder Wasser. Okay. Sag mal, ist das Wasser, was wir durchschleusen, hier eigentlich auch verseucht? Inhalt Wasser. Flüssigkeitsfilter, keine Oberflächenkeime, verschmutzte Erde, Lebensmittel, verschmutztes Wasser, Lebensmittelvergiftung. Du könntest rein theoretisch einen Luftreiniger zum Wasser packen. Glaubst du, der hilft in dem Moment?
Ich weiß es halt nicht. Aber hier ist gerade alles so ein bisschen angeseucht, habe ich so das Gefühl. Aber es kommt auf jeden Fall jetzt wieder. Also es klappt jetzt wieder, dass wir Wasser hier durchleiten. Das ist ja schon mal etwas. Das heißt, wir holen jetzt das Wasser hier auch raus. Das ist natürlich dumm. Wir deaktivieren den Auslauf. Weil sonst haben wir hier einen enormen Verschleiß. Stress abbrechen ist natürlich weniger angenehm. Okay. Hier sind so viele erwachsene Tiere drin, wir holen noch mal ein paar raus, ne? Okay. Also, ich bin mir nicht sicher. Also, das finde ich halt irgendwie schwierig, dass hier das Wasser, was wir rausjagen, dass das tatsächlich hier verkeimt sein könnte. Na, also, dass wenn das hier rausfließt, dass das verkeimt sein kann. Weil es scheint ja wohl so zu sein, als würden wir hier immer mehr Keime wieder reinballern. Oder ist das vielleicht anders? Also was wir auf jeden Fall hier oben machen könnten, ist einen Luftreiniger rein. Also so einen Lufterfrischer hier reinzustellen, könnten wir auf jeden Fall. Das machen wir auch schon. So, wir zerlegen mal ganz kurz diese Geschichte hier. Ah ne, warte mal, brech mal ab. Brauchen wir jetzt nicht. Baum zerlegen, wenn es jetzt gerade nicht sein muss. So, wie viel Luft haben wir hier drin? Hier gehen halt immer super viele Leute rein, weil die hier was machen wollen. Weil die hier Wasser zapfen wollen. Das machen wir, deaktivieren wir mal. Das ist ja auch schon deaktiviert, oder? Ja. Weil hier kommt ja eh gerade nichts. Wir könnten natürlich, das wäre interessant. Wir brauchen ja Wasser für unsere Pflanzen. Wisst ihr, das ist ja so ein gewisser Grundsatz gerade. Wir machen mal das Ding hier auf. Wenn sich dem jemand dann annimmt und bauen da eine Pumpe rein. Das ist zwar ewiger Laufweg aktuell. Will ich eigentlich, wollte ich jetzt nicht riskieren, aber gut. Es wäre natürlich jetzt perfekt, wenn hier Eis reinfließen könnte, weil hier haben wir ja auch ein bisschen was, glaube ich, oder? Hier Granit. Hier oben ist Schnee zum Beispiel. Wäre es... Schlägt um sich. Wäre schon wieder. Lotusblume! Nicht auf den Lufterfrischer! Na okay. Jetzt schauen wir mal gerade, was ist hier drin. Omelette wäre geil. Rost, ja, geht so. Ich würde jetzt keine neuen Kolonisten nehmen. Wir haben schon eh... Wir müssen jetzt erstmal mit dem zurechtkommen, was wir haben. Und das stabilisieren. Dann können wir wieder gucken, dass wir weitere Kolonisten reinbringen. Ihr wollt alle ein frisches, leckeres Omelette haben. Da gehe ich mit, Freunde. So. Markus atmet gerade. Wer verhungert denn? Lotusblume verhungert? Lotusblume sitzt auf dem Topf. Das ist das Problem. Markus weint. Schade. Okay. Warum verhungert Lotusblume? Lotusblume ist da einfach nur da raus. Alter Schwede, ist die Bude hier verseucht. Ja, lecko mio. Selbst die Draglets sind verseucht. Eingelegte Mahlzeit haben wir noch super viel auch. Okay. Das sind alles Sachen, die repariert werden müssen. Sporenblütensamen. Diese Pflanze verbessert Dekoration. Okay. Na gut.
bräuchten halt echt diese frische Wassergabe. Aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Also es funktioniert schon, aber nur wenn wir hier sagen, wir leiten kein neues Wasser rein. Oder wir sagen, bei 1000 Keimen muss mindestens schon desinfiziert werden. Und dann würden sie auf jeden Fall den Auslauf mal desinfizieren. Vielleicht hilft ja da das, wenn das nicht mehr weitergeht. Na, wenn wir das auf jeden Fall hier alles schneller desinfizieren würden. Wir müssen nämlich die Keime hier mal ein bisschen in den Griff bekommen. Hier muss alles desinfiziert werden, was rumläuft. Selbst die Draglets, meine Lieben. Selbst die. Genau, jetzt wird hier mal ein bisschen desinfiziert. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Wer auch immer das war, es war ein Schwein. Muss größer sein und mehr Algen. Ich glaube nicht, dass das... also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, solange da noch Dreck nachkommt, haben wir da keine Chance. Weil immer mehr Keime nachkommen. Und die, man sieht das ja hier schon, die Maschine an sich ist ja schon verkeimt. Und das lag daran, dass der Sand und die verschmutzte Erde... Hier ist auch alles verkeimt. Also ich glaube, das liegt ja auch hier dran. Naja, wir gucken mal. Die Dinger wachsen jetzt mal wie blöd, ne? Okay, dann machen wir Folgendes. Wenn diese blöden Bohnen wachsen, ja meine Güte, dann kriegen sie halt Bohnen. Achso, das geht erst, wenn die gebaut wurden. Soll mir recht sein. Aber das hier unten hat keine Keime, ne? Doch, hier auch Keime drin. Sogar stark steigend, weil hier, weil das von hier oben verkeimt. Ja, die dürfen halt... Okay, Freunde. Prioritäten. Wasserfilter. Kehrt, wischt und desinfiziert. Aufräumen. Alles klar. Ist bei allen sehr hoch. Vor allem mit dem Wischen. Das dürfte jeder hier bei uns in der Kolonie dürfte jetzt wischen und aufräumen, so Zeugs. Weil ich glaube, das senkt dann auch den Stresspegel. Und jetzt machen sie auch hier mal. Schau mal. Okay. Ja, bei vielen der Stress sehr hoch. Stress erbrechen haben wir auch wieder bei Mipa. Ich habe immer doppelt Wasser gefiltert, okay. Wie ist denn die Temperatur hier mittlerweile? Warte mal, das ist vielleicht wichtig. 7 Grad. 0,4 Grad. Unsere Kolonisten selber sind nämlich verkeimt. Wenn wir jetzt genug desinfizieren würden, müsste das doch eigentlich helfen, oder? Wir müssen bloß das konsequent hier, ne, müssen wir hier aufreinigen. So, also ein Schmutzwasser filtern in ein Becken mit Algen und das Ganze zweimal, okay. So, mal kurz gucken. Die Chlorre halt immer hier runterfließt, ne? Ja, momentan desinfizieren sie alles wie die Weltmeister, ne? Aber es hilft ja nichts, weil hier überall am Boden noch, der Stressfaktor liegt quasi. Ah, jetzt doch, hier wird schon mal angefangen. Hier, Horst Peter kümmert sich. Na, dann haben die nämlich weniger nasse Füße und so weiter, ja?
Ja, Luca, was willst du machen, ne? Die Sauerei ist da. Und solange das sich nicht halbwegs auch nur ein bisschen verbessert, es muss gewischt werden. Zum Glück läuft unser Generator jetzt mal wieder. Das ist ja auch schon mal was. Ne? Der Generator bringt uns hier mal ein bisschen wieder Ruhe rein. Erzeugt auch noch ein bisschen Strom, das hilft schon. Oslo setzt sich hier rein und ist hier drin. Ich hoffe bitte nicht. Eigentlich müssen wir den Raum abschließen. So, ich mache jetzt mal Folgendes. Wir deaktivieren das Gebäude. Im besten Falle können wir das Wasser hier rausnehmen. Bisschen mehr verkeimt. Horst Peter gibt alles. Da ist schon längst nichts mehr drin in dem kleinen Horst. Ja? Das kannst du knicken. So viel kann der. Schmeiß er nur. Das kann mir doch keiner erzählen. Horst, was geht denn bei dir? Danke. Jetzt geht er. Weißt du, verstehst du? Jetzt geht er. Warum hängt denn hier? So, pass auf. Wie viel Grad haben wir da oben? Hier ist saukalt. Ist mir egal. Ist mir egal. Egal. So, das können wir nicht machen, aber jetzt machen wir Folgendes. 1, 2, 1, 2. 1, 2. Ich habe die Befürchtung, dass wir Leute haben, die kein Bett haben und immer weiter stressen. Auch wenn es da oben saukalt ist, die kriegen wenigstens hier oben was zu sauerstoffmäßig. Ein bisschen besser. Okay, und wir machen jetzt den Zeitplan von manchen Leuten ein bisschen anders. Du bist Lerche, okay. Zanika geht in den Nachtdienst. Fatatsch geht in den Nachtdienst. Bloodcat geht in den Nachtdienst. So, dann haben wir jetzt hier ein bisschen mehr Verteilung drauf. Und das reicht mir erstmal. So. Was all that we knew when this song was still new, when this all was still new.